Edle Rösser und stolze Reiter ziehen beim traditionellen Leonhardi-Ritt durch Meilenhofen. Am Sonntag vor dem Festtag des heiligen Leonhard kommen rund 100 Pferdebesitzer in den Ort. Der Wallfahrtszug zu Ehren des Schutzpatrons der Bauern und Pferde hat dort eine fast 600 Jahre lange Tradition. Das Jahr 1422 ist eigentlich das markanteste Jahr, denn seit dieser Zeit ist er nachweislich hier in der Gemeinde, in der Pfarrei Meilenhofen, wieder abgehalten. Und es ist dann auch 100 Jahre später oder knapp 100 Jahre später, seit der Zeit steht die gotische Figur des heiligen Leonhard in der Pfarrkirche. Vor der Pfarrkirche St. Michael feiern die Gläubigen gemeinsam mit Pfarrer Andri Mykaleko einen Gottesdienst. Dabei erhalten nicht nur Brot und Salz für die Pferde den Segen, auch die Tiere und Reiter stellt der Geistliche mit der Reliquie des heiligen Leonhard unter dessen Schutz. Ein Segen ist ein guter Wunsch sozusagen für die anderen Menschen, auch für die Tiere, für die Natur. Also wie Menschen und die Tiere, die ganze Natur ist von Gott erschaffen. Und das heißt, dass Gott hat einmal zu uns allen Ja gesagt. Und wir segnen mit der Reliquie des heiligen Leonhard und auch daran zu erinnern, wer er war und wie wir selber handeln müssen und sollen als Christen, als gute Christen in dieser Welt. Anschließend führt die Wallfahrt die Reiter und Pferdekutschen nach Zell an der Speck und zurück nach Meilenhofen. Mit dabei auf einem der bunt geschmückten Wagen ist die Statue des heiligen Leonhard, die sonst in der Kirche steht. Für die Teilnehmer ist das Fest etwas Besonderes. Ich habe das früher selber als Kind schon gemacht und habe gesagt, also der Leonhardi-Ritt gehört eigentlich, ist was ganz Besonderes und das wollte ich meinen Kindern mal zeigen und deswegen sind wir heute da. Mit Pferd und Kind. Das ist einfach schön, weil wir nur 1,5 Stunden zum Herreiten haben und es ist halt eine schöne Tagestour und wir haben brave Pferde, deswegen kann man das machen. Ich finde Tradition schon wichtig und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass das einfach immer erhalten bleibt auch. Seinen Abschluss findet der Leonhardi-Ritt mit einem Turnier auf einer Wiese neben der Kirche. Dort zeigen Rösser und Reiter zur Freude der Zuschauer ihr ganzes Können. Und ich hoffe, er kommt natürlich nächstes Jahr wieder, um hier die...